Vom grünen Wirtschaftswunder, so spricht unser Bundeskanzler Herr Olaf Scholz zwar nicht mehr, doch Optimismus hält unser Bundeskanzler natürlich mit Blick auf Deutschlands Konjunkturdaten, aber unverändert für die oberste Bürgerpflicht. Herr Scholz spricht nämlich immer wieder von seiner Beschleunigungsoffensive, von Bürokratieabbau und natürlich auch von ausländischen Investoren, die in Scharen ja ins Land Deutschland strömen. Glaubt man Herrn Scholz, dann stehen die Zeichen auf Aufschwung. Doch die Wahrheit sieht aktuell doch ein bisschen anders aus. Denn nach 2,5 Jahren mit Herrn Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, ist noch immer keine wirkliche Besserung, zumindest aktuell in Sicht. Ganz im Gegenteil. Alle Hoffnungen auf Ende der Talfahrt sind bis dato verflogen. Denn die deutsche Wirtschaft ist in die Schrumpfungszone zurückgefallen. Denn die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, die wohlbemerkt zu den aussagekräftigsten Prognosedaten gehören, fielen im Juli diesen Jahres mal sehr verheerend aus. Vor allem die deutsche Industrie kämpft weiter mit ganz gravierenden Herausforderungen und Problemen. Und in den kommenden Monaten könnte Deutschland angesichts dieser Begleitumstände erneut in die Rezession leider zurückfallen. Denn die Einkaufsmanager in den Unternehmen spüren meist als Erste, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Lande nicht unbedingt zum Positiven verändert. Denn diese müssen schließlich sofort reagieren, um eine steigende Nachfrage bedienen zu können, weshalb sie auch jeden Monat von diversen Ratingagenturen natürlich zu ihren Einschätzungen der Lage und den damit verbundenen Aussichten auch mal befragt werden. Und der Index, der genau darauf basiert, ist jetzt im Juli erneut zurückgegangen, und zwar von 50,4 auf 48,7 Punkte. Das Entscheidende dabei ist vor allem, dass dieser Index erstmal seit März wieder unter die Schwelle von 50 fiel und eben Werte unter dieser entscheidenden Marke von 50 weisen erfahrungsgemäß eben leider auf eine Rezension hin. Ja, damit dürfte die Frühjahrsbelebung der deutschen Wirtschaft im Sommer vorerst zum Erliegen gekommen sein und der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte hat sich damit deutlich eingetrübt. Entscheidenden nahen Teil an dieser Entwicklung hat insbesondere natürlich das produzierende Gewerbe. Denn die Hoffnung, dass dieser Sektor von einer besseren globalen Wirtschaftsklimathematik profitieren könnte, hat sich somit bereits eigentlich schon in Luft aufgelöst. Und zu den größten Herausforderungen der deutschen Industrie gehören eben neben den politischen Gegebenheiten vor allem natürlich auch der Mangel an Arbeitskräften, die wir weiterhin haben, der Investitionsstau in der Infrastruktur, die langsame Digitalisierung und die relativ hohen Energiepreise. Der wichtigste Faktor, der sich auf das deutsche verarbeitende Gewerbe letztendlich auswirkt, ist jedoch der zunehmende Verlust von Weltmarktanteilen der deutschen Automobil- und der auch Maschinenhersteller an die chinesische Konkurrenz. Und diese Herausforderung ist sprichwörtlich gekommen, um zu bleiben. Denn im Juni lagen die Ausführungen der Staaten außerhalb der EU, der Europäischen Union, kalender- und saisonbereinigt 2,6% niedriger als noch im Mai und sogar knapp 9% niedriger als noch im Vorjahresmonat. Nach China exportieren deutsche Unternehmen sogar rund 10% weniger. Die deutsche Industrie steckt also wirklich ganz tief in der Krise und lange Zeit schien es ja wirklich so, als hätten die weniger schönen Wirtschaftsdaten kaum Einfluss auf den heimischen Arbeitsmarkt, doch auch das scheint sich jetzt leider zu ändern. Denn es wurden in der Industrie zuletzt so viele Arbeitsplätze abgebaut wie seit März nicht mehr. Und und auch bei den Dienstleistern sank die Beschäftigung erstmals seit 6 Monaten wieder, so dass der Jobabbau insgesamt so stark ausfiel wie zuletzt im August 2020. Doch am Ende des Tages belasten natürlich die genannten Entwicklungen nicht nur unseren Standort selbst hier in Deutschland, sondern natürlich auch den Rest Europas. Denn wenn die größte Volkswirtschaft des Euroraums massive Herausforderungen und Schwierigkeiten hat, dann wird das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der gesamten Währungsraums natürlich logischerweise mit in Mitleidenschaft gezogen. Immerhin hat die Europäische Zentralbank zuletzt auf die Schwäche der europäischen Wirtschaft mal reagiert und die Zinsen erstmals wieder gesenkt. Doch die jüngsten Konjunkturdaten legen eigentlich nahe, dass ab September weitere Zinssenkungen dringend folgen müssten. Und doch ob dies dann wirklich die Schwäche der Konjunktur beenden kann, das ist eben noch ein großes Fragezeichen.
Was mir viel mehr Sorgen bereitet, ist allerdings die Tatsache, die Unzufriedenheit in weiten Teilen der Wirtschaft mit der Politik, vor allen Dingen der Ampelregierung. Zwar investieren die großen deutschen Unternehmen wieder, aber sie tun das vor allem im Ausland, weil sie in anderen Ländern einfach bessere Zukunftschancen und Planbarkeit wohl sehen. Doch die Politik beginnt immer mehr der Betrachtung der Wirklichkeit und dieser Mahnung, die übrigens auf den früheren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher zurückzuführen ist, sollte sich Herr Olaf Scholz mal doch ganz offen zu Herzen nehmen, denn ansonsten wird sich unsere Wirtschaft leider weiterhin in einer Abwärtsspirale befinden. Als Investor habe ich den Fokus meiner persönlichen Investition daher auch größtenteils außerhalb natürlich unserer Landesgrenzen schon gelegt, und auf welche weiteren Punkte ich bei meinem eigenen ganz persönlichen Vermögensaufbau und Vermögensschutz Wert lege, das erfahren Sie übrigens in meinem exklusiven Wohlstandsreport, den Sie übrigens auch vollkommen gratis in mal nach Hause senden lassen können. Alle Informationen dazu finden Sie hier unter dem eingeblendeten Link nochmal und ja, im Übrigen in der Videobeschreibung weitere Informationen. Und passend dazu habe ich übrigens auch nochmal ein aktuelles Video zu einem weiteren Indikator mit veröffentlicht, das ihm das Ende auch leider der deutschen Wirtschaft mal durchaus besiegen könnte. Ich habe Ihnen das Video hier links auch nochmal gerne mit eingeblendet. Also informieren Sie auch dort. Und ja, dennoch müssen wir weiter nach vorne schauen. Investieren ist Fokus auf die Zukunft und Gegenwart natürlich. Und da müssen wir dennoch optimistisch bleiben. Alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, Ihr Klaus Röppel.